Hallihallöchen und willkommen zurück, meine Lieben. Wie ihr seht, sind wir beim nächsten Eidolon angekommen. Und zwar sind wir bei Cäsar angekommen. In meinem Fall heißt er natürlich anders. Ihr habt ja freie Namenswahlveränderung, aber das ist der liebe, süße Tiger Cäsar. Und viele sehr süß. Da seht ihr, dass er auch mit einem reden kann. Meist drückt er sich dann nur so nach vorne oder macht solche Bewegungen. Höchstens noch hebt er die Pfote, wie ihr hier so ein bisschen seht. Sein Text ist ein bisschen üppig. Und so könnt ihr dann halt auch mit ihm reden. So. Wie immer gehen wir dann jetzt auch direkt rüber. Cäsar ist halt auch eins der Eidolons, das im Anwesen, Eidotempel und vielen anderen Orten spawnt. Dazu mache ich aber auch ein kleines Infovideo, welche Eidolons wo spawnen, da gehen wir dann auch wirklich auf manche Orte ab, wo ihr da hin müsst, wie ihr da hinkommt. So, immer wie ihr wisst, roter Stern müsst ihr haben, den dritten, sonst könnt ihr den nicht in seine 3-Sterne-Form bringen. So, aber jetzt erstmal Stil ändern. Und zwar auch hier wieder durch die Berufe könnt ihr an sein Sternengewand gelangen. Das werden wir ihm jetzt auch gleich mal anlegen. Mit ihm ist es ein bisschen schwierig, aber ihr seht, dadurch leuchtet dann seine Panzerung. Jetzt habe ich mir mein Ohr gerade gejuckt. Das ist halt seine wunderschöne Sterngewandform. Und Cäsar, genau wie Yinglang und Fafnir, ist eins der Eidolons, mit dem ihr in der Inni als Co-Attacke reiten und kämpfen könnt. Diese dauern aber auch wesentlich länger, bis sie sich aktivieren können. Das heißt, sie brauchen meist eine Minute bis 2 Minuten. So, jetzt kommt von vielen, die das sehr, wirklich sehr toll finden, finde ich auch. Und man wird dadurch auch merken, ich habe seine Statue auch in der 3-Sterne-Form. Das mit den Statuen ist doch wirklich bei Eidolons so, das könnt ihr nur, wenn ihr das wirklich aktiviert oder besitzt. Und zwar hier das 3-Sterne-Aussehen von dem lieben Cäsar. Ein schöner weißer bengalischer Tiger. Hier hat sich auch nicht wirklich viel verändert. Außer wie gesagt, die komplette Rüstung. Aber von der Redens- und Sitzart hat sich nicht viel verändert. Und wie gesagt, dass die Texte ziemlich im Weg sind. So. Bei der Verbindungsart hat sich aber auch nicht viel geändert. Wenn der Text da weg ist, zeige ich es euch auch. Da hält er sich dann so. Teste wollte ich auch gar nicht treffen. Wir können auch gucken, ob sich da wirklich was verändert hat. Text geht weg. Nee, seht ihr. Nur, dass er halt von einem normalen Tiger zu einem weißen Tiger wurde. Deswegen können wir auch ruhig auf der weißen Form bleiben. Und ihn so lassen. Mal gucken, ob wir die AFK-Animationen nebenbei haben. Ihr wisst ja, Eidolon-Wünsche erfüllen. Ohne Eidolon-Wünsche kriegt ihr halt eure Werte nicht. Aber die sind aber auch erst ab Level 70 für euch verfügbar. So, Geschichte des lieben Cäsars. Die Kampfeslust steckt Cäsar im Blut. Jede Schlacht macht ihn stärker und mutiger. Denn bisher ist er unschlagbar. Kein Wunder, ein Biss, da fehlt das M, da seht ihr es, hat zwischendurch so kleine Textfehler. Ein Biss mit seinen gewaltigen Fangzähnen jagt tödliche Stromstöße durch den Körper seines Opfers. Auch seine Verbündeten treibt er immer zur Eile an. Doch auch ein starker Krieger wird einmal schwach und wenn die Lebe ihn ereilt, wird der despotische General zum zahmen Schmusekater. Da hört das. Liebe macht ihn schwach. Nein, aber wie gesagt, das ist Cäsar. Süßer kleiner Miezekater. Ein reitbares Eidolon per Co-Attacke.
wenn ihr dann damit zum Beispiel durch die Innis reiten und auf ihn kämpfen wollt. Das obliegt euch. Ihr könnt es auch lassen. So, ja, das war's also. Bis zum nächsten Mal. Ciao.